Spargel und ich sind wirklich keine Freunde, obwohl der grüne noch geht. Allerdings wurde mir jetzt Spargel geschenkt und der muss verarbeitet werden. Deshalb mache ich eine cremige Spargelpasta und nehme euch gleich mit, denn ich weiß, dass ganz viele gerne Spargel haben und wenn nicht, Pasta geht mit allem. Probiert die doch gerne mal aus. Viel Freude beim Videoschauen. Hier seht ihr auch schon mal die Zutaten, die wir erstmal vorbereiten müssen. Das wären 500 Gramm Penne, nach Wahl glutenfreie oder Weizenpenne. Diese werden nach Packungsanleitung gekocht. Dann brauchen wir Spargel. Das sind ungefähr 350 Gramm grüner Spargel. Der muss nämlich nicht geschält werden. Der wird einmal gut gewaschen und dann in Stücke geschnitten, so groß wie ihr möchtet. Ich werde, glaube ich, den vierteln, also in vier Stücke schneiden. Dann benötigen wir Knoblauch. Ich verwende zwei Knoblauchzehen, ihr könnt aber auch nur eine verwenden. Und dann haben wir hier noch zwei Jungzwiebeln. Diese werden gewaschen, ordentlich geputzt und dann in Ringe geschnitten, auch ruhig bis zum Grünen. Das macht nichts und schmeckt sehr lecker. Das bereite ich jetzt mal vor und dann sehen wir uns auch schon am Herd. Meine Pasta ist gekocht, weiter geht es mit der Soße. Dafür stelle ich eine große Pfanne auf den Herd und gebe einen Esslöffel Öl hinein. Ich verwende ein mildes Olivenöl. Und natürlich schaltet den Herd schon mal an. Wartet kurz, bis euer Öl erwärmt ist und dann gebt ihr euren Spargel hinein. Den Spargel werden wir jetzt ungefähr 3 bis 4 Minuten braten. Jetzt folgen Knoblauch und Jungzwiebelringe. Kurz umrühren und dann ungefähr 1 Minute mitbraten. Ist das erledigt, hebt ihr Spargel, Jungzwiebel und Knoblauch vorsichtig aus der Pfanne und gebt es in eine Schüssel an die Seite, denn wir brauchen die Pfanne nochmal ohne Inhalt. Und weiter geht es mit 15 Gramm Margarine. Diese müssen wir schmelzen lassen. Das geht recht schnell, da die Pfanne wirklich noch sehr warm ist. Dann rühren wir gleich mit einem Schneebesen 15 Gramm Mehl hinzu. Welches Mehl ihr verwendet, ist eigentlich egal. Und jetzt nach 10 bis 15 Sekunden löschen wir das Ganze mit pflanzlicher Sahne ab. Ich verwende eine Hafersahne, davon 250 Gramm. Schön rühren, damit keine Klümpchen entstehen. Jetzt könnt ihr auch schon euren Herd eigentlich ausmachen. Mehr Hitze benötigen wir nicht. Ihr könnt nämlich sehen, wie schnell das Ganze cremig wird. Und nun dürfen auch schon die Gewürze hinzu. Etwas Meersalz. Etwas schwarzen Pfeffer. Und eine ganz kleine Prise Thymian, und zwar getrockneten. Frischer geht natürlich auch. Wirklich nur ganz wenig. Wir wollen nämlich keinen großartigen Thymian-Geschmack haben, sondern nur eine dezente Note. Jetzt könnt ihr auch schon sehen, wie cremig die Soße ist. Einmal abschmecken, ob ihr vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft hinzugeben möchtet oder sie sogar noch ein bisschen verdünnen möchtet. Aber denkt dran, die Pasta, die wir zwar abgegossen haben, hat auch ein bisschen Feuchtigkeit, wodurch dann die Soße automatisch ein bisschen dünner wieder wird. Jetzt kann auch unser Gemüse wieder zurück in die Pfanne. Und natürlich dürfen die gekochten Penne auch hinzu. Jetzt rühren wir einmal alles gut um, heben die Zutaten unter und vermengen alles gut. Nochmal abschmecken, eventuell nachwürzen und dann sind wir hiermit auch schon fertig. Ich habe schon probiert, es schmeckt richtig lecker. Ich freue mich jetzt schon aufs Essen. Und dann können wir auch schon servieren und wenn man möchte, natürlich vorher etwas garnieren und dekorieren. Lasst es euch schmecken, viel Freude beim Nachkochen, einen schönen Tag oder Abend noch und natürlich freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid beim nächsten Video. Bis dahin alles Liebe und tschüss!